Hallo und willkommen zu dieser Windows 10 Folge. Es geht diesmal um das Erstellen eines Windows 10 USB Bootsticks. Dazu müsst ihr zunächst diese Internetseite aufrufen, denn über diese Seite stellt Microsoft das Media Creation Tool zur Verfügung, das über diesen Button heruntergeladen werden kann. Ich klicke hier jetzt rauf und dann beginnt auch sofort der Download. Anschließend könnt ihr dann den Download-Ordner öffnen und hier seht ihr dann das Media Creation Tool hier in der Version 19.09. Mit einem Doppelklick startet man dann die Installation des Creation Tools. Schließlich erscheint dann hier der Hinweis auf die Lizenzbedingungen. Die müsst ihr natürlich akzeptieren. Weiter geht es mit diesem Vorbereitungsfenster. Im nächsten Fenster kann man dann zwischen diesen beiden Optionen wählen. Man kann also ein Upgrade für diesen PC ausführen oder aber ein Installationsmedium erstellen lassen. Ich wähle hier natürlich die zweite Option aus, klicke auf Weiter. Und wenn man hier jetzt bei empfohlene Option für diesen PC verwenden, das Häkchen entfernt, könnte man noch eine andere Sprache wählen. Hier bei Windows 10 kann man nichts weiter machen. Und hier könnte man noch eine andere Architektur wählen. Ich belasse es mal bei den empfohlenen Optionen, klicke auf Weiter und in der nächsten Ansicht kann man nun zwischen der Erstellung eines USB-Speichersticks wählen. Der muss mindestens 8 GB groß sein oder aber eine ISO-Datei erstellen. Ich möchte ja hier einen bootfähigen USB-Stick erstellen, also belasse ich es bei der ersten Option, klicke auf Weiter. Und mein USB-Stick ist hier als Laufwerk E eingebunden, klicke auf Weiter. Und schon beginnt also dieses Programm damit, zunächst die aktuelle Version von Windows 10 herunterzuladen und anschließend wird dann der Stick erstellt. Wenn alles funktioniert hat, erscheint schließlich diese Ansicht. Ihr erhaltet die Information, dass der USB-Stick bereit ist. Könnt auf Fertigstellen klicken und habt nun einen bootfähigen USB-Stick, den ihr für die Installation von Windows 10 nutzen könnt. Das war's schon wieder für dieses Mal. Bis zum nächsten Tutorial. Tschüss.